Trauer um Lisa Marie Presley. Die Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley ist im Alter von 54 Jahren in Kalifornien gestorben. Schweren Herzens müsse sie den Tod ihrer wunderschönen Tochter mitteilen, zitierte die US-Zeitschrift People aus einem Statement ihrer Mutter Priscilla Presley. Wenige Stunden zuvor hatte die Schauspielerin in ihren sozialen Medien mitgeteilt, dass Lisa Marie in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Nach US-Medienberichten soll Lisa Marie Presley in ihrem Haus im kalifornischen Calabasas möglicherweise einen Herzstillstand erlitten haben. Demnach hätten Sanitäter eine Reanimation durchgeführt, wie das Promi-Portal TeamZ.com berichtet. Lisa Marie und Priscilla Presley hatten noch gemeinsam in Los Angeles die Golden Globe Gala besucht.